Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zum Herr der Ringe Schlacht Mittelerde 2 Aufstieg des Hexenkönigs Community Clash. Ich werde heute nicht sehr viel Zeit verlieren, denn es ist BlizzCon-Zeit. Und das möchte ich natürlich so weit wie es geht gucken. Ich wollte das jetzt aber nicht noch zwei Wochen schieben. Nur deswegen, es muss nicht sein. Von dem her, schauen wir einfach mal, wie es wird. Ich werde gleich anrufen, dann werden wir das Spiel starten, dann geht's los. Heute die braunen Lande und Bruchtal. Sollten wieder ganz interessante Spiele werden und dann gucken wir mal, was so alles passiert. Jo. Genau. Moment. Genau. Also bei Tangle kann man zum Beispiel ganz einfach Aufstieg des Hexenkönigs und dann gibt's das schon. Da ist nur eine Sache. Ne? Genau. Gut, dann rufe ich jetzt die Leute einfach mal an und dann gucken wir mal, ob das klappt oder nicht. Aber für So, gewöhnlich. hallo erstmal. Hallöchen. Ja, ich bin noch am Suchen von der Lobby. Also vom. Ja, Ja, kein von der Stress. Lobby. Ich bin da recht allein gerade, aber das wird schon werden. Du bist da allein, sagst du. Dann fällt die schon mal raus, weil hier sind um die 20 Leute drin. Nee, das heißt einfach nur Schlacht Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs. Arnok, du bist zu leise. Ja, ich flüster gerade in mich rein, wo das ging. Was sind die öffentlichen Netzwerke? Bei Spielen. Jo, spielen und dann einfach ins Suchfeld eingeben. So mache ich das So. immer. Genau. Okay, na, ich hab's Ah, gefunden. ich glaube, ich habe es gefunden. Unter welchem Suchbegriff? Ja, ich hab's Ja, gefunden. ich sehe dich, aber ich krieg keine Verbindung zu dir. Sehr Ich schlecht. join gleich nochmal rein. Ja, ich starte am besten auch nochmal. Sind wir jetzt bisher zu dritt bloß? Sehe ich das richtig? Zu viert. Jemand hat gerade noch was Ah ja. geschrieben. Der gute Steffen, der kommt auch gleich noch. Schön, dann können wir uns drum streiten, wer spielen darf. Ach, da wird nicht gestritten, da wird gelost und gut ist. So wie immer, hab da ja so ziemlich jede Eventualität ausgekundschaftet. Ich finde hier keine Spieler, was Gib einfach mal Schlacht um Mittelerde 2 ein bei der Suchleiste. Da müsste dann irgendwo ein Netzwerk Aufstieg des Hexenkönigs sein. jetzt passt, jetzt sehe ich dich. Jetzt haben wir auch Jawohl. kein Kreuz. Also, mit dir könnte ich schon mal spielen. Das, wo zwei Leute drin sind, vermutlich. Ja. Zwei Kreuze bis jetzt. Warte mal. Da steht kein Anti-Erst dabei. Ich sehe dich hier aber auch nicht. Ja, war dann anscheinend das Falsche. Die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, ist doch nicht so schwer Gibt's zu finden. nur eins, ja. Ja, da war bei mir noch nur einer drin. Ah, hier. Jetzt. Hier kommt Anok, er. Du kennst das Spiel. Ja, Tangana starten. Okay. Aber dann haben wir schon mal den Channel gefunden, das ist ganz gut.
Dann warten wir jetzt noch ganz kurz auf den Geomongo. Der Sturm hat es irgendwie anscheinend nicht da. Vielleicht verspätet er sich noch, aber dann Ich werde gehe mal kurz ich. das Fenster zu. Ja, ich gehe mal kurz das Fenster zu machen bei mir, Jo. sonst ist der Zug zu laut. Kein Problem. Genau. So, Stream läuft auch sehr schön. Und theoretisch wären wir dann schon bereit zum Loslegen. Du hast 4 Minuten Stream Delay drin, das ist viel. Ja, bei StarCraft wäre es übertrieben, bei Herr der Ringe finde ich tatsächlich ist das nicht sehr viel, weil da scheint mir langsamer zu sein, das Spiel. Weil man muss viel mehr planen, auch voraus. Das hängt, glaube ich, ein bisschen auch vom Spielstil ab. Ja, das kann natürlich sein. Wenn man irgendwas spammt, dann ist das natürlich ziemlich viel, aber wenn man jetzt guckt, ja, lass jemanden sein, der sehr defensiv spielt und dann irgendwie auf eine frühe Schmiede geht oder keine Ahnung was, dann. Oder eine Ich bin da große Armee lieber auf. aufbaut, ne? Mit Reitern oder sowas. Ja, irgendwo oder was auch immer. Ich bin da lieber auf der sicheren Seite. So. Mache ich mal kurz meine Pizza aus. Das wäre nicht schlecht. Gut, ich hoffe, der Steffen braucht jetzt nicht zu lange. Aber wenn ich euch schon mal sehe, kann ich zumindest das Spiel schon mal starten. Genau. Dann können wir da gleich mal loslegen. So, ich habe gar nicht geguckt, was sind heute die Maps? Okay. Die braunen Lande werden gespielt. Hm. Und der Steffen sollte eigentlich im Bruchtal verteidigen. Den Wenn er denn Bruchtal kommt. verteidigen. Puh. Ja. Es gibt schlimmere Aufgaben. Bruchtal ist hässlich, oder? Gibt's die? Ja, Bruchtal ist eine hässliche Map, aber es gibt Schlimmeres. Bruchtal ist eine Dreier-Map. Ja gut, er wird sich natürlich in die Festung hocken dürfen, das ist klar. Also er wird jetzt nicht zufällig irgendwie draußen hocken, das wäre ziemlich sinnfrei. Das machen wir natürlich nicht. Ich vertraue, verteidige Bruchtal ohne Bruchtal. So ungefähr. Aber ich würde sagen, wir starten mit den braunen Landen. Online. Ach, ah. Genau. Anok, zu leise. So. Jetzt frage ich noch mal kurz nach. Weil wenn bei ihm kurz eine Viertelstunde heißt, dann tut's mir sorry. Dann. Da muss ich dann auch irgendwann den bösen Kopf spielen. Ach, ja, kenne ich. Ne, war Anok. Du sagst, du bist in einer Stunde da, 4 Stunden später warten wir immer noch auf dich. 4 Stunden war es bis jetzt noch nicht. Also, Doch. nach 4 Stunden bin ich nicht mehr gekommen. Macht das jetzt einen Unterschied? Macht's das besser? Frage. Na gut. Also man hört und man sieht nichts von ihm. Von dem her würde ich jetzt sagen, wir fangen einfach an. Der Sturm hat es auch nicht geschafft. Schade, schade. Hilft aber nichts. So, wie war das noch gleich? Ich glaube, ich switche hierhin. Nein. So ungefähr. Genau.
Denn jetzt seid ihr beide da, habt euch beide fürs Angreifen von Dings eingetragen, dann würde ich jetzt diesen Sneaken-Zufallsgenerator einfach benutzen. Warte mal. Ich kann gerade das Spiel nicht starten. Was ist denn das für eine Scheiße? Aha. Jetzt, du kannst das Spiel nicht starten. Das frage ich mich auch gerade. Das sind ja lustige Dinge hier. Vielleicht brauchst du es auch gar nicht starten. Wenn du jetzt nicht gezogen wirst, dann hast du Pech gehabt. Ich ziehe jetzt einfach mal. Ich gucke nochmal. Ja, müsste man sehen. Also, Antheas und Anok zufällig ermitteln mit dem variablen Zufallsgenerator. Und es wird Antheas. Glückwunsch. Yay. Anok, viel Spaß dann im Bruchtal. So ungefähr wird das wahrscheinlich dann ausschauen, ja. Genau. Jetzt muss ich euch nur noch hinzufügen da unten. Ah, da steht es schon drin. Genau, dann passt es. So. Okay, gut. Dann wird das geklärt. Bum, bum, bum. Das passt. Dann schauen wir nochmal ins Spiel rein. Ich bin zum Überlegen, nee, ich nehme keine, ich will keine Fraktion. Oh, Zufall, ganz böse. Das ist ja ganz gefährlich. Nee, ich glaube, ich bleib bei Mordor. Das passt für diese Karte. Mordor oder Orks wären in Ordnung. Die braunen Lande östlich So. des Anduins, Gott besser. Ah, ja. Passt ganz gut. Menschen würde auch gehen. Ja, wird noch gehen, aber ich bleib jetzt mal bei Mordor. Mal gucken, was ich damit hinkrieg. Ich habe es übrigens hinbekommen. Ich hatte noch Patch 1.09 drin. Ah ja, sehr schön. Okay. Ja. Dumme Idee. Kommt vor. Egal. Okay, ich bin soweit bereit. Jo, Wie ich auch. schaut's aus mit Kriegspunkte? Ich werde keine einsetzen. Ich auch nicht. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Du nimmst zufällig. Passt. Dann lege ich hier auf, wünsche dir viel Spaß. Bis später. Good luck, have fun und wir sehen uns gleich im Spiel. Genau. Jetzt bin ich aufgeregt. Ich bin unglaublich aufgeregt. Ich habe keine Bildorder, ich habe keine Ahnung, aber ich bin am Aufnehmen, Sound passt, Stream läuft. Okay. Good luck, have fun. Good luck, have fun. Das Ding ist, er wird wahrscheinlich ein ziemlich guter Spieler sein. Vermute ich jetzt mal. Und dementsprechend wird er ziemlich knackig sein, ihn zu besiegen. Es wird nicht leicht, glaube ich. Wenn er mit zufällig spielt, dann hat er auf jeden Fall was drauf. Das wird jetzt kein Noob sein, in Anführungszeichen. Vor allem, wenn er sagt, hier, er spielt mit anderen Gefecht und Zeug und Blumst. Mit dem Anok zum Beispiel. Ja, da habe ich dann schon Respekt vor. Weil es gibt hier keine Ladder, keine Leaks, kein was weiß ich. Und ich weiß nicht, wie gut er sein wird. Keine Ahnung. Es könnte sein, dass ich eine ziemliche Klatsche abbekomme, zumal ich mit Mordor nicht wirklich gut bin. Ich nehme aber das Auge. Das Auge. Würde mir aber erlauben zu scouten und ich glaube, das werde ich auch tun müssen. Ich lasse mir ein bisschen Zeit, er müsste cross spawnen, soweit ich das weiß. Das heißt, das passt mir ganz gut. Ah, und dann bauen wir hier so eine Ork-Grube hin. Ich glaube, ich baue die hier so ein bisschen nebendran. Ja. Und dann gucken wir mal, wo er ist. Er müsste Cross sein. Ist er auch? Mensch, okay. Ja, er hat schon eine Kaserne. Das heißt, er hat Kaserne recht früh gespielt. Und das macht's für mich nicht zwingend einfacher. Aber ich habe einen kleinen Vorteil, was mein Geld angeht. Ob ich mich daraus retten kann, wird man sehen müssen. Ja, das gefällt ihm schon nicht. Ich weiß das. Aber das kann ich nicht ändern. So, er spielt Antikavallerie. Weiß nicht genau warum. Denn mit Mordor habe ich keine Kavallerie. Ist halt so, ne? Habe ich nicht.
So, was baut er jetzt mit dem? Weiß ich nicht. Er steht nur rum bisher. So, weg ist es. Jetzt kann er wieder bauen, ohne dass ich sehe, was er macht. Das wird er wahrscheinlich auch machen. Also es täte mich wundern, wenn er es nicht tun würde. Ich zumindest hätte ein bisschen gewartet. Ah ja, siehst. Ich habe lange nicht mehr gespielt. Tatsache. Ich habe auch ein bisschen andere Spiele gespielt, wodurch ich natürlich jetzt hier ein bisschen im Nachteil bin, was die Hotkeys angeht. Da werde ich mich erst umgewöhnen müssen. Das ist immer eine Qual, sage ich mal so. Und da muss man jetzt wirklich mal gucken. So. Ich werde auch ein Sägewerk bauen. Und ich werde ein bisschen creepen. Ich werde auch sehr früh, sobald ich das Auge wieder habe, wieder spannen gehen. Das muss einfach sein. Weil ich will wissen, womit ich es zu tun habe. Das ist sehr wichtig. Was ist denn das? W. W ist der Hotkey. Da hat's ein Ding. So. Ich werde auch ein bisschen arg viel spammen. Auf der Karte funktioniert das aber, weil es so viel zum Creepen gibt. Das ist ein Riesenvorteil, wenn man viel creepen kann. Und genau das werde ich tun. Oh ja. Wie ich hier am Schwitzen bin. Oh, irgendwo da muss doch was gehen, ja genau. So, mal sehen, ob ich Antikavallerie brauche. Nein, das passt. Genau. Das passt. Tatsächlich ist das Auge hier gerade unterwegs. Und ich weiß noch nicht, inwiefern ich hier unterwegs bin. So, hier bauen wir noch mehr Speerträger, ja. Ich muss halt wirklich gucken. Ich bin nur am Spammen. Auge ist jetzt da. Genau, da kann ich auch creepen. Da ziehe ich mich zurück. Ja, das dürfte klappen. Das Schöne ist, dass ich jetzt hier reingehe und auch wenn ich hier jetzt verliere, er spammt gut, also er kontert gut mit seinem Spam. Er ist natürlich auch ein bisschen stärker, da werde ich abhauen müssen. Dafür kann ich mir hier zum Beispiel einen Baumeister snacken. Das sollte für mich ein großer Vorteil sein. Oh, ja, da muss ich jetzt mal gucken. So. Das hat er verteidigt. Hier kommt er jetzt mit dem Zeug. Ich werde ihm die Führerschaftsboni klauen. Das sollte mir helfen. Ob das so funktioniert, wie ich mir das wünsche, weiß ich nicht. Da muss ich mal gucken. Ja, er macht es sehr, sehr mächtig hier.
Ob das so funktioniert, ist dann die Frage. Er hat sehr viele Bogenschützen. Die Reiter, die ich haben könnte, sind halt relativ bescheiden. Na. Aber hier kann ich gerade gut gewinnen. Da muss er ein bisschen gucken. Ich werde jetzt noch eine Belagerungswerkstatt hinbauen. Das sieht gut aus. Ich glaube, hier gewinne ich jetzt an der Front. Das Auge hilft mir da auch ein bisschen mit. Boostet meinen Schaden. Das ist natürlich schon schön. So. So, die kommen hin. Ich stelle die jetzt auf defensive Haltung. Sollte aber passen. Und die töten wir. Sieht gut aus, würde ich sagen. Und dann bauen wir hier. Das können wir uns schnappen. Das gibt Geld. Ich hole mir jetzt den Gothmog, der ist nämlich immer sehr mächtig. Also den sollte man sich immer holen, wenn man kann. Soweit ich weiß. Naja. Und dann spammen wir mit Katapulten nach. Was soll denn das? Hau kaputt. Genau. Kaputt. Genau. So, ich bin jetzt ziemlich am Limit. So. Ich will natürlich gucken, dass ich hier richtigen Schaden machen kann. Das ist schon ein sehr wichtiges Ziel für mich. Sollte man nicht reingehen. So, ich bin am Ende. Mehr geht nicht. Ah, interessant. Da muss ich dann hin. Ah, komm, ich will. Oh! Springt der da links und rechts hin und her? Gollum? Wo? So, ich habe den Ring. Den hole ich mir jetzt natürlich. Nach Möglichkeit. Ich würde hier gern ein bisschen finsteres Land spammen. Da muss ich jetzt gucken, dass ich das nicht zulasse, dass der da gewinnt. Aber die Flanke ist natürlich schon sehr stark. Und ich glaube, dadurch sollte ich das gewinnen. Jetzt kommen die Reiter. Und die Reiter könnten problematisch für mich werden. Deswegen werde ich jetzt gucken, dass ich hier. Ja, das Schlachthaus wird sterben. Pfeilhagel ist gut. Der hat sehr viele Truppen. Da werde ich auf jeden Fall mit dem Pfeilhagel kämpfen wollen. So, mit dem Auge rein. Ich finde es cool, dass er hier reingeht. Das ist schon sehr gut, aber er muss halt auch das, was da jetzt ankommt, verteidigen. Ich klumpe hier auch sehr stark. Das werde ich jetzt ein bisschen auflösen. Ja. So. Schön, schönes Round hinkriegen. Dem das super Panikmacht-Dings raushauen. Und seine Reiter, weiß ich gar nicht mehr, wo die sind. Er macht das schon sehr gut. Ich bin das Maximum. Ich bin das Maximum. Ich versuche mal, ob ich hier ein paar Ausbildungsbetriebe vernichten kann.
So, den Ring sollte ich natürlich weghauen. Das ist ganz wichtig. Den darf ich ihm nicht lassen. So, die eine Kaserne, wenn fällt, das wäre super. Ich baue dann hier noch. GG. Der geht weg. Oh, hier weiß ich gar nicht, was ich brauche. Ich habe tatsächlich einfach bloß gespammt und sonst nix. Da bin ich jetzt natürlich ein bisschen beruhigt, dass es jetzt so lief. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. So, den Ring bringe ich natürlich nach Hause. Die Frage ist, warum geht er nicht raus, wenn er GG schreibt? Vielleicht hat er noch irgendwo was. Weigert sich aufzugeben, kann ich nachvollziehen. Interessanterweise dachte ich immer, dass ich mit Mordor auch die Feuerschüren habe. Habe ich aber gar nicht. Ja, der hat auch gespammt, aber mit einem Spam-Volk, ein Non-Spam-Volk, ah, ist schwierig. So, der Gothmog, der kommt jetzt bitte zurück. Und ich habe noch nicht mal die Feuerpfeile, aber es reicht. Was ich habe, reicht einfach. Und sobald die Katapulte rüberfahren, ist es dann auch vorbei. Ich hole mir jetzt nochmal den Baumeister. Das Auge hin. So. Ja, und ansonsten, was wollen wir noch bauen? Ich kann das mal ausrüsten. Und Bannerträger kostet Stufe 3. Für Orks, ich glaube, das lohnt sich fast nicht. So. Also mit der Festung. Er versucht es noch. Er kann die Katapulte zerstören. Aber die Reiter sterben jetzt auch. Ich hole mir jetzt hier noch den Super Boost. Bam! Und dann schauen wir mal, dass mir Trollkäfig. Wieso nicht? Trollkäfig ist gar nicht schlecht. So, die Hoffnung mit dem Gothmog. Und das war's. Okay. Das lief besser als gedacht. Von den Einheiten her ja. Gebäude, klar. Rohstoffe, am Schluss bankt man natürlich viel, wenn man verliert. Endstand. Mit den Einheiten hier war der Knackpunkt. Bei Minute zwischen 5:30 und 6-7 Minuten. Da, wenn du gucken möchtest, Anteas, da hast du verloren. Sonst war es eigentlich ganz okay. Ein bisschen einen defensiven Spielstil gespielt. Aber da, ich weiß nicht, ob das der Flankenangriff war oder was anderes, aber es hat nicht ganz gereicht. Die Reiter waren eine sehr schöne Idee, aber bei so vielen Truppen brauchst du einfach Flächenschaden. Und ja, Pfeilhagel mit Waldläufern hätten vielleicht funktionieren können. Ich mache jetzt nur so ein bisschen Theory-Crafting, weil es hätte auch gut sein können, dass es gar nicht funktioniert. Ne? Bis du die auf Stufe 2 hast, braune Lande, schwierig. Ich konnte halt gut spammen, ich konnte schön creepen und ich konnte halt durchhauen. Und bei so einer Distanz Gehöft und sofort die Kaserne zu spielen, ist riskant, finde ich. Wenn du nicht creepst, und ich glaube, du hast nicht genug gecreept. Dein Orklager rechts oben war noch da, links, keine Ahnung, vielleicht hast du ein, zwei Lager zerstört. Ich habe halt 4, 5 vernichtet. Das ist schon ein großer Boost, vor allem, weil es Instant Level Up gibt. Ansonsten, ja, Pech. Nächstes Mal läuft's besser. Getradet hast nicht schlecht, aber wie man hier sehen kann, das Einkommen einfach größer. Und du hast tatsächlich mehr in Einheiten investiert. Das ist sehr interessant. Aber dann Gothmog hält. Strategie wieder besser, taktisch hier wieder. Boah. Aber nicht schlecht. So, dann gucken wir mal, wie das ausschaut. Dann ruft man hier gleich mal an. Klingelingeling. Hallo. Hallöchen. Irgendwer war vor uns da und hat gesagt, dass er heute nicht mehr spielen kann. Ja, Felix. Sturm hat? Okay, alles klar. Kein Problem. Alter. Ich guck mir gerade an, was du da alles an Build Power zusammengezogen hast, um so viel Spam rauszuhauen. An was für eine Power? Build Power. Entschuldigung, Begriff aus dem Supreme Commander spielen. Kasernen und so weiter und so fort. Ja, ganz normal, cool. Ganz normal 4 Ork-Gruben. Die waren nicht mal auf Stufe 2, also nichts Besonderes. Mit meiner Wirtschaft hätte ich sicher auf 8 hochgehen können. Aber
Das lohnt sich nicht. Ich war ja immer am Maximum. Also mehr geht nicht. Ich hätte jetzt dann eigentlich dann tecken müssen. Helden, keine Ahnung. Der Flächenschaden hat dir ein bisschen gefehlt. Ansonsten war es ganz gut, aber ich glaube. Ich hab immer Pfeilhagel einsetzen können, aber in dem Moment musstest du ja deine Truppen bewegen. Ja. Aber da kann man auch mal lucky sein. Naja, du hast ja auch Zufall gespielt. Wären es jetzt zum Beispiel Zwerge oder was gewesen, hättest du ganz anders spielen können. Die hätten Zwerge vielleicht. hättest du genauso tot gespammt. Das Einzige, womit ich hätte gegenhalten können, wären Orks gewesen. Bei dem Okay. Spam. Ja, das kann gut sein. Ja. Dann mit den Giftzeugs, das hat schon was. Naja. Die braunen Lande sind halt auch sehr gut, weil ich habe ewig viel Zeit, mich aufzubauen und dann läuft das. Ich Ich hatte habe halt wirklich sehr viele Gehöfte, Schlachthäuser und Zeugs. auch meinen Aufbau am Anfang ein bisschen verkackt. Ja, ich hab's gesehen. Ich dachte mir, Gehöft sofort Kaserne. Keine Ahnung, wieso ich das gemacht habe. Ich Einfach. hab mich gewundert. Ich dachte mir halt, ja, kann man machen, aber das ist nicht die Pforte von Rohan oder so, weißt du, so eine ganz kleine Map, weiß nicht. Das ist irgendwie. Da hättest du mir creepen müssen. Also ich habe ja, ich glaube, ich habe sechs Ork-Lager vernichtet. Das ist halt immer Instant Level Up und gibt natürlich auch Geld. Ja. Und das ist halt da. Ich war halt auf der Suche nach Orkgruben, da bin ich dann halt auf deine Truppen gestoßen. Ja, die Da war waren es dann erstmal schon vorbei mit da, ja. Creepen. Die waren recht schnell auf deiner Seite, ja, das stimmt. Sag mal, hast du rein zufällig Garry's Mod? Nee. Schade. Nee. Habe ich nicht. Schade, schade. Ja, ich war am Anfang sehr nervös. Ich dachte mir, du rasierst mich, aber es lief tatsächlich ein bisschen anders. Ja, ich hatte eigentlich auch erwartet, dass ich weniger einfach verkacke. War vielleicht wirklich Aber Pech im Opening, das kann sein. irgendwann ist das Problem, du hast so eine Masse angesammelt, da komme ich dann nicht mal mehr mit Reitern durch. Ja, ich Dann hab's gesehen, die Reiter waren dann zu spät. Also das war zwar nett, aber die stehen dann in der Mitte und sterben einfach. Das war dann, es irgendwann war es einfach. ja, und an der Stelle habe ich dann einfach abgerissen. Ja. Da bekamen noch nicht mal die Trolle von Mordor. Die wären Ja, als nächstes das. gekommen. Also ich hab ja dann Katapulte angefangen zu bauen, weil du halt Ich. auch so gespammt hast aus meinem Empfinden, also schon sehr viele Truppen. Und dann dachte ich mir, Tatsächlich ja, bisschen mit Splash. Menschen kann man ganz gut spammen. Ich hätte eigentlich gehofft, dass ich irgendwo mal genügend Ressourcen beiseite kratzen kann, um mir Boromir noch dazu zu holen, aber es hat nicht geklappt. Der hätte geholfen. Boromir. Ich habe mich auch gewundert, dass kein Tom Bombadil kam. Wenn der da einmal reingescheppert hätte, wären halt sofort 500 Supply weg gewesen. Weil ich habe Ja, das sehr wäre oft vielleicht auch die böse bessere gestackt. Option gewesen als Pfeilhage. Ja. Weil der kann das sogar zwei, dreimal machen. Der ist schon besser, aber ist halt eine andere Tech-Route. Nee, das ist bei Sammelruf die gleiche. Ach so, bei Sammelruf. Ja, okay. Stimmt, ja. Ich bin ja über Sammelruf reingegangen und nicht Du über hast halt Heilen. auch einmal im Auge und im Schwarzen Land gekämpft, wo du surrounded wurdest. Ich glaube, da war vorbei. Kann gut sein. Ja. Weil das Auge macht Boni, das Land nimmt dir die Führerschaft, gibt mir einen Boni, da zu kämpfen. Wenn du noch umringt bist, dann das ist Selbstmord. Ansonsten war es eigentlich ganz gut. Nee, ich hab schon wesentlich Besseres abgeliefert. Ja, dann nächstes Mal haust mich dann weg. Ja, so sollten vielleicht nicht mehr Steinkarren So, wie schaut's aus? Ist jetzt der gute Felix da, Wir sind, oder? glaube ich, inzwischen ein paar mehr geworden, ja. Weil dann dürfte er als nächstes tatsächlich spielen. Wenn er denn da ist. Also. Ja, also ich bin da. Ja? Gut, gut. So, Weil. dann Ah, aber wer auch immer von euch beiden jetzt spielt, viel Spaß. Dankeschön. Also ich spiele auf jeden Fall. Nee, Felix, ich glaube, bei dir musst du nochmal aus dem Tangle rausgehen. Weil wir uns nicht sehen. Da musst du nochmal neu starten. Also ich habe zu zwei keine Verbindung, aber ich habe auch schon mal neu gestartet. Ja, ich habe zu jedem Und ist außer zu immer eine. Felix neu. Sonst muss ich halt auch nochmal neu Ne, starten. Felix ist gar nicht da. Ich Zu habe mir ist nichts. Felix auch nicht da. Zu Na! Giorgio habe ich keine Verbindung. Steffen! Ich meine, Ja. Steffen, sorry. Also ich habe schon mal Du, ja. gestartet. Ich habe zu Steffen eine Verbindung.
Ich habe nur zu Antheas eine Verbindung. Dann mache ich jetzt einfach nochmal neu und dann sehen wir das gleich. Ja, wer spielt denn überhaupt von uns? Naja, eingetragen war der Steffen auf Verteidigung, also darf er auch spielen. Ihr habt euch bei Angriff eingetragen, das waren die Braunen Lande. Und da hatte jetzt der Antheas Glück. Ansonsten, wenn ihr einfach so spielen wollt, tragt euch bei beiden immer ein. Dann habt ihr doppelte Chance. Also das wäre so mein Special-Tipp. Einfach immer beides eintragen. Kann ich nie dachte Chance sogar, ich war bei beiden eingetragen, aber egal. Also gelöscht habe ich dich definitiv auch, nicht. Ich dachte auch, er wäre bei beiden eingetragen, aber war er ja auch nicht. Ist egal, ich habe sowieso schon gespielt. Jo. Und selbst wenn, in 2 Wochen kommt die nächste Chance, da geht's dann wieder ab. Na, noch, da über bis dahin noch mal eine Runde, hä? Da kannst du richtig schön. Es wäre ja voll geil, wenn ihr jetzt dann als, also die Community, insgesamt ein Comeback startet und Stück für Stück sich Mittelerde zurückerobert. Das wäre so cool. Das wäre es natürlich. Teilweise müssten gegen dich 2 Spieler spielen, um das irgendwie auszugleichen. Ach Quatsch. So gut bin ich lang, also. 2 gegen 1 wäre tatsächlich unfair. Aber. Ja, dann mit Handicap. Da kannst du auch 1 gegen 1 spielen, das ist derselbe Effekt. So. So. Werbung schließen. Jetzt sehe ich dich, Steffen. Jetzt gehe ich auch wieder ins Spiel rein. Ich dann auch. Und dann machen wir Bruchtal. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie du Bruchtal verteidigst. Nimmst du da Elben oder? Nee, ich greife an. Ich nehme die Uruk-hai. Isengard. Ja, genau. Okay. Du kannst doch aus der aus der Kampagne heraus gesehen, kannst du theoretisch auch Angmar nehmen. Oder könnte Orks. Ich auch, aber ich mag Uruk-hai lieber als Angmar. Ich glaube, also, in der Schlacht um Mittelerde 2 Kampagne, da greifen wir die Orks an. Ja, da greifen die Orks Bruchtal an. In der Aufstieg des Hexenkönigs Kampagne kriegst du quasi eine Nebenerwähnung, dass sich die Elben nur deshalb in den Krieg da in Armor einmischen, weil der Hexenkönig Bruchtal angegriffen hat. Ah ja. Ich bleib bei Isengard, das passt mir eigentlich ganz gut. Stimmt, ich habe mich nur im Angriff eingetragen. Ja. Sachen gibt's. Ich hab mich überall eingetragen, wo mich eingetragen ist. Naja, fürs nächste Mal weiß ich es dann, dann ist auch kein Thema. Also ich muss mich halt in die Festung jetzt setzen einfach. Genau, ja, und der Rest sehen wir dann. Genau. Außerdem, du wirst doch nicht wirklich ihn als Orks gegen dich haben, oder? Auf einer kurzen Karte? Da stehe ich bei einer Minute dann plötzlich mit ja, könnte blöd sein. Bruchtal ist halt super dann klein. Dann kommst du halt mit Riesen, ne? Nachdem du seine Armee geplättet hast. So ungefähr, ja. Nee, ich rush Feuerdrachen. So schaut's aus. Setzt du dich unten schon auf einen bestimmten Platz, oder? Das bleibt zufällig, ob ich links oder rechts, das weiß ich jetzt nicht. Da. Jo. Ich schwank noch zwischen Menschen und Elben. Das kannst du machen, wie du das möchtest. Geht zufällig. Es macht mehr Spaß. Nee. Doch? Geh auf eine böse Fraktion, das macht mehr Spaß. Ja, stimmt. Auf der Map ist eine böse Fraktion natürlich übelst gut. Ja, weil du hast halt diese ganzen Bäume. Das gibt dir halt einen riesigen Ressourcenvorteil. Wenn man da hinkommt, ja, richtig. Vorhin brauchst du den Ressourcenvorteil gegenüber Isengard. Naja. Na gut. Also, ich bin schon mit weg. Okay. Und sobald ihr fertig seid, geht's dann los. Na. Ja, ich bin soweit fertig. Perfekt. Dann viel Spaß. Bis gleich. Ja, bis gleich. Gut, für die anderen Leute läuft ja der Stream. Die sehen das zwar ein bisschen verzögert, aber es ist nun mal so. Elben, los geht's. Gut, nach fahren. Schreibe ich dann auch nochmal in-game. Stream müsste auch noch passen. Schönes Ding. Viel Nachbesprechung mache ich heute nicht. Wie gesagt, BlizzCon. Ich habe schon Dark gegen Kellersurf verpasst. TVC, auf das ich mich eigentlich schon sehr gefreut habe, werde ich dann im VOD nachschauen müssen. Ist nicht schlimm, aber den Rest will ich schon gescheit schauen. So, ich lande links. Wir sind immer so ein bisschen cross, obwohl es cross in dieser Dichtmitte sein müssen. Das ist nicht so ganz, nein. Aber das passt jetzt schon. Jetzt schauen wir mal, ob wir Bruchtal einnehmen. Wäre für mich natürlich bombastisch, wieder eine Festung mehr. Nachdem ich ab und an auch mal eine Festung verloren habe. Festung bringt mir nämlich mehr Kriegspunkte. Haltet euer Werk!
So, C für Schmelzofen. Ja, das war jetzt ein bisschen schlecht gesplittet. Hier nochmal good luck, have fun. Und dann hole ich mir natürlich den Kriegsrausch, damit ich das schön böse machen kann, wie ich lustig bin. Ich sollte auf jeden Fall gucken, dass ich hier hin rushe. Das heißt, ich werde als nächstes eine Ork-Grube bauen. Yep. Und die baue ich hier so hin. Oh, das mache ich gerade sehr uncool. Aber okay. Und es ist natürlich fies, weil mir das gehört. Die zwei Teile hier, die Statuen bringen gar nichts. Warum das nicht lädt, frage ich mich auch immer wieder. Aber ja, das ist halt das Böse. Also, das Lustige ist, wenn ich Bruchteil habe und jemand, also wenn jetzt so die Community irgendwann entscheiden würde, ja, wir greifen Bruchteil an und die holt sich das dann, oh, da kann ich nicht bauen. Ja, dann so viel dazu. RIP, ne? Werde ich genau die gleiche Problematik haben. Bruchteil wird so eine Karte sein, die vermutlich ewig hin und her wechseln wird. Also da, puh. Da müsste schon ein riesen Skill-Unterschied sein, finde ich. Also vermute ich, als dass da wirklich, wirklich sich was anders tut. Er könnte zum Beispiel versuchen, mich hier in ein Gefecht zu verwickeln, dass ich mir den Vorposten nicht holen kann. Das wäre eine Möglichkeit von ihm. Das könnte er machen. Oder er holt sie sich selbst. Er kann ja den Kampf auch hierhin verlagern, mit Elbenbogenschützen oder so. Also es gibt Möglichkeiten. Was er nicht tun sollte, ist sich einfach nur zu bunkern, weil dann, ne, mit Gasthaus und Co. wird es sonst einfach nur dämlich. Für ihn, also uncool. Von dahin her muss er mal gucken, was er da wie macht. Ja, genau, so ungefähr müsste das laufen. Hat gleich hier die Dinger gebaut. Und holt sich. Sehr schön macht er das. Weiter Opening. Das ist ja gut gemacht. Weil da kann ich gerade gar nichts gegen tun. Oh, der startet mit. Nee. Aber die Arwende stirbt jetzt. Das war teuer. Das war wirklich teuer. Na, ob das so gut jetzt läuft? Die Hobbits hat er sich geholt. Das ist natürlich sehr schön. Ich glaube tatsächlich, ich habe mich grob geirrt, was das hier angeht. Also ganz grob geirrt habe ich mich da mit meiner Taktik. Weil viel Geld kriege ich hier jetzt auch nicht zusammen. Oh, da müsste abhauen. So. Boah, der spammt mich hier zu. Mit diesen Blödköpfen. Wenn ich das natürlich einnehmen kann, wäre super. Ja, das wird er sich gleich wieder zurückholen, das weiß ich jetzt schon. Aber ich probiere es einfach mal. Ich weiß nicht, startet er mit mehr Geld? Das wäre natürlich schon ein Vorteil, muss ich sagen. Das wäre natürlich schon ein echt netter Vorteil für ihn. Aber jetzt gehört mir das ganze Zeug. Die Arwen ist tot, die war teuer. Hat mir aber sehr gut gefallen. Also wenn das funktioniert, ist das natürlich schon richtig nice. So. Jetzt hole ich mir mal hier Warge. Aber ist natürlich alles noch lange nicht vorbei, ne? Das sieht zwar jetzt nicht super aus, aber auch nicht super schlecht, würde ich mal sagen. Von dem her, ja. Das ist schön. So, defensiv stehen bleiben. Oh ja,
Das macht er gut. Doch, doch, das läuft schon ziemlich gut soweit für ihn. Zumindest läuft es nicht schlecht. So. Ich will immer noch das da drüben vernichten. Das ist so ein bisschen ein komisches Spiel. Oh, da renne ich eher nicht so rein. Zumindest nicht mit den Wargen. Die Armbrustschützen hat er mir getötet. Das hat er sehr schön gemacht. Da warte ich jetzt natürlich. So, schauen wir mal. Das ist böse. Die wollte ich jetzt nicht alle hier verlieren. Oh, ich spiele auch so einen Quatsch zusammen. Ich brauche mehr Produktionsgebäude. Sind nicht die Ritter aus Dol Amroth? So. Ja, aber da gewinne ich gerade. Ich hole mir jetzt nochmal eine Urukrube. Ja. Dann gehen wir da noch hin. So. Dann holen wir... Oh, der hat sich nicht den geholt. Am Anfang macht es zwar kaum was, allerdings ist es doch irgendwann irgendwie wichtig. Ja. Er hat sich auch nie den Posten hier zurückgeholt. Hätte er tun sollen, soweit es halt möglich ist. Das ist schon immer ganz wichtig. Und, sieht jetzt natürlich ein bisschen knifflig aus. So, ich brauche mehr zum Ausbilden. So, die Krähbein sind sehr gut und dann holen wir uns den Lurz. So, ich glaube, das sieht gut für mich aus. Weil ich mich hier halt wirklich hinst... Oh, der hat da... Ah, jetzt schauen. Ja, so, Lurz ist da. Ich dränge ihn halt wirklich Stück für Stück zurück. Vor allem jetzt mit Lurz. Die Ware machen mir keinen wirklichen Schaden. Aber es reicht. Es passt mir. Ja, die Ware. Sein Start war super. Danach hat es leider gebröckelt. Die Arwen zu verlieren war teuer. Und die Reiter dann auch. Ansonsten kein schlechtes Opening. Das war sehr gut. Aber es reicht nicht ganz. Das ist das Problem. Hier hat er auch noch gar nichts gebaut. Ich weiß nicht, wenn man mit so viel Geld startet, vielleicht wäre es wirklich besser, einfach den Gegner tot zu spammen. Mit starken Einheiten. Und war doch die Arwen, oder? Die fand ich jetzt nicht so knackig. Also die Arwen geht so. So, der Lutz levelt. Und er levelt gut. Schaut euch mal an, was der dafür Erfahrungspunkte bekommt. Das ist schon sehr schön. Ich glaube, das habe ich gewonnen. Kann ich hier so ein Wagdingsbums bauen? Ich kann hier eins bauen. Von denen bin ich auch begeistert. Die Wag-Vorposten sind so mächtig. Zumindest gegen Nahkämpfer sind sie wirklich stark. Jetzt sehe ich halt auch alles, ne? Und ich glaube, da geht nicht mehr viel. So, jetzt will er hier abhauen.
Mal sehen, ob die Ware den Baumeister kriegen. Das tät mich jetzt interessieren. Oh ja. Jupp, haben sie erwischt. Ich glaube, das war's. Ein bisschen zu viel Kraft. Aber was will man machen? Ich kann mich mit Wagvorposten zu ihm vortasten. Das ist auch ziemlich lustig. So, mal sehen, wie schnell der da... Ah, komm. Auf der Brücke kann ich nicht bauen, okay. Boah, der macht schon Schaden, der Lotz. Da hinten hat er gebaut. Ich hätte erst hier vorne gebaut und dann hinten, weil ich da dann keinen Stress habe, nach vorne zu kommen. Aber ich würde das genau andersrum machen. Ist aber beides gut machbar. Aber ich glaube, das sieht eher nach GG aus. Aber das ist kein Problem, weil ganz ehrlich, Bruchteil zu verteidigen ist halt furchtbar. Das hat nichts mit schlechter Spieler oder irgend sowas zu tun. Bruchteil ist halt... Wie gesagt, das Opening war super. Da habe ich mich eigentlich schon verloren gesehen. Aber ich konnte es dann gerade nochmal so eben drehen. Ansonsten... wäre das gut gegangen. Ja, der Baumeister macht es halt leider auch nicht mehr. Das ist das Problem. Der wird dann nicht mehr wegkommen. Also, er sollte nicht. Und das war's. GG! Bis hier war gut, Minute 6, danach leider nicht mehr. Aber die ersten 2-3 Minuten waren wirklich stark. Und die Rohstoffe? Da guckt's mal, ich starte mit 1000, er mit 2,5. Ha, damit kann man was anfangen. Also ich hätte an seiner Stelle, die Arwen, ja. Haldir wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen, aber auch nicht so super. Ob er instant kann auf Glorfindel gehen? Legolas kostet 3000, das geht nicht. Wäre auch nicht ratsam gewesen. Aber vielleicht... Also die Reiter waren super, die haben mir echt gut gefallen. Ah, ja. Vielleicht hätte er instant auf Tier 2 gehen sollen für die Kaserne und dann die guten Truppen, die Düsterwaldbogenschützen. Die spammen zusammen mit Pikenieren und dann vorsichtig vorpushen. Das hätte funktionieren können. Das wäre so meine Strategie gewesen. Aber auch nicht schlecht. Die Arwen hat das Ding eingenommen, während er da Schaden macht. War super. Leider hat es nicht genug Geld zurückgegeben. Das war das Problem. Finde ich, glaube ich. Strategie wieder furchtbar. Taktik hat wieder gepasst. Und damit bin ich fertig. Verabschiede ich mich auch schon. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.